Wir haben uns gefragt, was können wir tun, um herausragende Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftler für die FAU zu gewinnen. Die Projektidee entstand aus der Tatsache heraus, dass wir an der FAU im Bereich KI und Medizin hervorragend positioniert sind. Wir haben den President's Welcome Award ins Leben gerufen, um vier Kernprobleme anzugehen. Zum einen, wie kommt man in das Umfeld der FAU? Wir werden das betreuen. Zum anderen haben wir ein Mentoring-Programm aufgesetzt, das durch den Präsidenten betreut wird. Wir kümmern uns von Anfang an um das Thema Wissenschaftskommunikation und wir stellen unseren Awardees kostenfrei für ein Jahr tolle Apartments zur Verfügung in unserem innovativen Umfeld der Brooklyn Hall. In der KI-Karte, die wir erstellt haben, haben wir diese Kompetenzen systematisch zusammengefasst und diese passen hervorragend zur Hightech-Agenda des Freistaats Bayern. Zum einen wollen wir, dass die jungen Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftler von Anfang an sich mit dem Thema Wissenschaftskommunikation beschäftigen und die modernen Hilfsmittel, die die sozialen Medien beispielsweise zur Verfügung stellen, nutzen, um ihre Wissenschaft weltweit sichtbar zu machen. Zum anderen wollen wir natürlich auch den Standort Erlangen und die FAU international positionieren im KI-Umfeld. Und hier werden auch unsere Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftler einen wichtigen Beitrag leisten. Was wollen wir unseren Preisträgern ermöglichen? Wir wollen sie in eine perfekte Umgebung bringen, die sie maximal unterstützt. Wir wollen ihnen ein Soft-Landing-Programm geben. Sie sollen hier in Erlangen ankommen können. Sie sollen sich entfalten können, sie sollen ihre Wissenschaft auf höchstem Niveau entwickeln können. Erlangen ist hier in Deutschland ein einzigartiger Standort, der sich mit dem Thema Medizin und KI sehr intensiv beschäftigt. Wenn Sie hier bei uns ankommen, finden Sie eine tolle Infrastruktur, eine optimale Verkehrsanbindung und selbstverständlich vollmöblierte, wunderschöne Apartments, wo Sie sich von Anfang an zu Hause fühlen werden. Internationale Promovierende müssen sich wie alle anderen auch erstmal in ihrer neuen Arbeitsumgebung zurechtfinden. Dadurch, dass sie aber schon Wohnraum haben, fällt es ihnen natürlich sehr viel leichter, auch abseits der Forschung die Stadt kennenzulernen, die Leute kennenzulernen, die Sprache kennenzulernen und sich hier schnell heimisch zu fühlen.